Kannst du dich noch ans Vorspielen erinnern? Wie hast du dich da gefühlt? Ich hatte gerade mal ein paar Tage, um die Lieder zu lernen. Das Vorspielen ging über 2 Tage. Am ersten Abend schlug Lars vor, hey, lass uns noch einen Cocktail trinken gehen. Also gingen wir in eine Bar, tranken ein Bier und noch eins. Und plötzlich waren wir bei Wodka und Whisky angelangt. Es war 5 Uhr morgens. Ich musste um 11 wieder vorspielen und dachte, oh Gott, gar nicht gut. Mit totalem Dröhnschädel habe ich dann so getan, als würde ich angestrengt nach der richtigen Bassgitarre suchen und meinen Sound regeln. Wir hatten dann aber eine coole Session. Wir spielten Battery. Das ist schon eine Herausforderung. Dann ist alles ganz schnell gegangen. Und mein Leben hat sich komplett verändert. Robert wird mit offenen Armen aufgenommen. Und nicht nur als Ersatz am Bass, sondern als gleichwertiges Bandmitglied. Um ihre Ernsthaftigkeit zu beweisen, bieten ihm Metallica ein zünftiges Einstiegsgehalt. Rob ist ein unglaublich begabter Musiker, so wie James. Er hat eine positive Grundhaltung, ist immer gut drauf. Manchmal, wenn ich einen miesen Tag habe, umarmt er mich, klopft mir auf den Rücken und sagt, hey, los geht's, wir wollen Spaß haben. Für St. Anger, ihr erstes Video mit Robert am Bass, wählen Metallica einen ungewöhnlichen Ort. Das Hochsicherheitsgefängnis von St. Quentin. Die Gefangenen sind begeistert, besonders weil die Band im Anschluss an den Videodreh ein komplettes Konzert gibt. Metallica sind in den 2000ern wieder eine Macht. Und im gesamten Pop-Universum präsent. Metallica gibt es auf Christbaumkugeln, es gibt sie als Actionfiguren für die ganze Familie, es gibt sie bei den Simpsons. Oh Mann, vielleicht kann ich mir mit Metallica die Kröten für ein Taxi teilen. Hey du Flasche, jetzt werden wir von einem richtigen Fan mitgenommen. Ich hab früher oft mit der Mutter von Lars geschlafen. Hör dir nie wieder unsere Musik an. 2009 kommt ihr eigenes Computerspiel auf den Markt. Guitar Hero, bei dem Fans in die Rolle ihrer Helden schlüpfen und Metallica-Songs spielen können. 2009 erwarten Metallica jedoch auch musikalische Ehren. Sie werden in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Ein Wiedersehen mit alten Freunden. Cliffs Vater Ray war da. Das brachte viele Erinnerungen hoch. Die Nacht davor hatten wir eine große Party. Sie haben 150 Leute eingeladen und haben alles komplett bezahlt. Das Hotel, die Flüge. Wir haben versucht, jeden aus der Metallica-Geschichte zu bekommen. Es war wie ein Klassentreffen. Fast 30 Jahre nach Bandgründung sind Metallica auf dem Gipfel ihres Erfolgs. Ihr Album Death Magnetic, produziert von Star-Producer Rick Rubin, führt die Band zurück zu ihren Thrash-Metal-Wurzeln und gleichzeitig in die Zukunft. Death Magnetic ist nur der Anfang der Zukunft von Metallica. Da kommt noch mehr. Die Live-Premiere ihres Albums feiern Metallica in Berlin. Wie werden die Fans auf das neue Material reagieren? Doch alle Nervosität ist unnötig. Die Songs von Death Magnetic stoßen auf Begeisterung. Die anschließende World Magnetic Tour führt die Band bis zum Frühjahr 2010 um die ganze Welt.
Das Tourleben ist nicht mehr beherrscht von Groupies und Alkohol, sondern von gesunder Ernährung und Familie. Statt Fastfood-Orgien gibt's Jogging satt. Ich erinnere mich noch die ersten Jahre, da hatte Lars Ulrich immer nach den Konzerten, irgendwann nachts mussten wir dann irgendwo noch McDonald's suchen, der noch auf hatte, weil er wollte unbedingt noch auf McDonald's-Tour gehen. Ja. Und was heute alles nicht mehr der Fall ist, weil heute ist er wirklich ein Marathonläufer. Ja. Der geht joggen, der läuft ohne Ende. Ja. Das ist schon, mir wird schon vom Zugucken schlecht. You have your families out. Eure Familien sind auf Tour dabei. It's pretty fun. Pretty fun having the kids around. For the whole month. Ja, das macht Spaß, wenn die Kiddies dabei sind. Manchmal brauche ich aber Zeit für mich. Das ist schwierig, wenn Kinder sagen, aufwachen. Wenn Kinder wach sind, sind sie sofort voll da. Auf geht's. Sie brauchen diese Aufwachphase nicht. Die sind sofort auf 100%. Aber wenn der Papa gestern ein Konzert gegeben hat? Ja, die Mama sagt dann, psst, Papa schläft noch und ich zu spät. Aber ich liebe die positive Energie. Tja, so Kids können halt mehr schlauchen als jedes Besäufnis. Aber jetzt müssen die Burschen langsam mal los. Nochmal ein Haps in die Melone, denn schließlich muss ja jetzt noch eine Halle gerockt werden. Die Fans sind auf jeden Fall schon heiß. Metallica Live, was eine Show. Und zum 30. Bandjubiläum 2011, da sehen wir uns auf jeden Fall wieder. In diesem Sinne, Metal Up Your Ass.